Über 120 Profigolfer fanden sich am Wochenende im Golfclub Dolomiti in San Nonico ein. Unter ihnen auch der junge Saisser Aaron Zemmer. Er schaffte mit zwei respektablen Runden die Qualifikation der besten 40 für den Schlusstag. Dafür war aus seiner Sicht aber eine Leistungssteigerung nötig, denn sein Ziel war es, die Tourkarte für das kommende Jahr in der dritthöchsten europäischen Ebene zu erhalten. Nach 9 Loch noch auf Parkurs trumpfte er ab dem 11. Loch so richtig auf. Mit 5 Birdies und einem Gesamtergebnis von 4 unter Par belegte er am Ende einen großartigen 14. Rang. Die Qualifikation für 2013 hat er damit so gut wie in der Tasche. Den Sieg sicherte sich der Italiener Nicolò Quintarelli. Den Platz habe ich vor einem Monat besucht und ausprobiert. Ich wollte sehen, wie es sich hier spielt, und ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt. Das ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass ich heute so erfolgreich war und gewonnen habe. Quintarelli holte sich mit insgesamt 11 unter Par den Siegerscheck in Höhe von 5.800 Euro. Das frühzeitige Ausprobieren des Golfplatzes hat sich für ihn also definitiv bezahlt gemacht.